Die Ausstattung zu Hans-Werner Henzes Oper Phaedra, die ab dem 13. März 2015 an der Operhalle erstmals zu sehen ist, stammt von Sebastian Harnack. Er schuf für die Inszenierung von Florian Lutz ein virtuoses Bühnenbild, das die technischen Möglichkeiten der Bühne des Opernhauses Halle aufgreift und präsentiert. Diese Oper wurde jetzt mittlerweile 7-mal gespielt, in 7 verschiedenen Versionen. Und es gab natürlich auch die Version, dass man es aus einer sehr konzertanten Situation herausspielt und dann in ein szenisches Konzept einsteigt. Insofern war es für uns dann eigentlich auch schon wieder, dass wir gesagt haben, das muss ja gar nicht sein, weil sich für den normalen Zuschauer diese Situation ja nicht erklärt oder erschließt. Man geht ja nicht in die Oper und erwartet da ein Konzert. Insofern haben wir gedacht, die Musik selber ist eine sehr, sehr theatrale und eine sehr, sehr reiche Musik, die unglaublich viele Bilder freisetzt, mit denen wir jetzt auch versuchen, natürlich dann umzugehen. Insofern, der Begriff Konzertoper hat für uns beinhaltet, dass man die Situation von musizierenden Menschen auf der Bühne insofern verdeutlicht, dass mal das Orchester hochfährt, ganz am Anfang, und wieder versinkt, als ein großes Element, was sozusagen mit in diesen Bühnenraum reinspielt. Es ist eine Art abstraktes Labyrinth, was sozusagen die ganze Theatermaschinerie, die wir jetzt hier am Opernhaus Halle haben, bedient, indem wir einmal die Drehscheibe bedienen, die unterteilt ist in 3 verschiedene Hubpodien, die hoch und runter fahren können und interessanterweise, das gibt es an relativ wenigen Häusern, sich auch kippen kann. Und so haben wir ein großes Labyrinth, ein großes Wohnhaus eigentlich, in dem die ganzen Figuren durchrennen und diese Geschichte gemeinsam erleben. Ich finde, diese Musik setzt sehr, sehr viel Fantasie frei. Sie ist sehr, sehr fantasievoll. Es gibt ja auch ein fast 3-minütiges Gewitter, was in diesem Stück fast ganz für sich steht. Insofern, ich finde, es setzt sehr, sehr viel visuelle Räume frei, in die man sich reindenken kann. Und ich finde es eine ganz große Freiheit, innerhalb dieser Musik Geschichten erzählen zu können, die aber für mich gar nicht zwangsläufig blutrünstig sind, sondern eigentlich eher völlig surreal oder sozusagen nicht mit einer, sich nicht einer Realität abarbeiten, sondern wirklich eine eigene, eine neue Realität erfinden. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes, weil Theater ja nicht Realität abbilden muss, sondern wir die Möglichkeit haben, eigene Welten zu entwerfen. Und das, finde ich, haben wir versucht mit der Musik von Henze und auch mit diesem wunderbaren Text von Christian Lehnert.